كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لبقشويست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيل منشن جليبن زيلوس مديوس نش جناو wohin, weil die auch nicht Muslime sind. Viele Menschen auch, die werden erst wach, wenn die im Grab sind. Aber es wird zu spät sein. Meistens sind wir richtig durcheinander. Obwohl wir wissen, dass man irgendwann sterben muss. Al-Maut. Al-Maut Haqiqa. Die einzige Wahrheit, was in dieser Welt gibt. Al-Maut كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم hat den Tod als Genusszerstörer genannt. هاذم اللذات. والله ثم والله. Wir werden sterben. Aber was haben wir für unseren Tod vorbereitet? Qala Allah Azza wa Jal. Ya laytani qaddamtu li hayati. Ich hätte nur für mein Leben etwas vorbereitet. Damit gemeint, das echte Leben ist dort. يوم القيامة وبعد يوم القيامة إما جنة أو نار. Entweder in Paradies oder in die Hölle. Deshalb, liebe Geschwister, muss man richtig viele, viele Gedanken machen, ob wir im richtigen Weg sind oder nicht. وعلى ماذا ستموت؟ Und wie werdest du auch sterben? Dort, sowieso jeder von uns wird sterben. Aber ich muss immer diese Frage stellen. كيف سأموت؟ Wie werde ich sterben? ومن مات أو من عاش على شيء مات عليه. Wie du lebst, wirst du auch so sterben. Meine ich damit? Mit deiner Aqida, auch mit deinem Tawhid, wie du in Dunya warst. لأن الموقف ليس بالسهل. والله ist nicht einfach. Warum? Du musst nur Gedanken machen, wenn du in dein Grab bist und die Fragen bekommst. Meine ich damit diese drei Fragen. Man Rabbuk,
وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ drei Fragen. Es geht um drei Fragen. Im Dunya kannst du ganz schnell beantworten. Aber wenn du am Sterben bist und wenn du stirbst, du bekommst das nicht einfach. Du kannst das nicht einfach beantworten. Außer wenn Allah Azza wa Jal dir die Standhaftigkeit gibt. Sonst kann man das nicht. Allah Azza wa Jal yaqul: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. Hier, du bekommst القول الثابت. القول الثابت ist, dass du sagst لا إله إلا الله bevor du stirbst. Und يوم القيامة, dazu gehört auch, wenn du in dein Grab bist, wenn du auch die drei Fragen bekommst. Wer ist dein Herr? Und wer ist deine Gesandte? Und was ist deine Religion? Subhanallah. Wenn du diese Standhaftigkeit von Allah Azza wa Jal bekommst und du bist auch mit La ilaha illallah in Dunya gelebt, wirst du auch beantworten. Wenn nicht, dann la hawla wa la quwwata illa billah. لأن هذه الدنيا lacht uns aus. الدنيا ist vergänglich. الدنيا فانية. الدنيا دانية. الدنيا عقاب. الدنيا حقيقة الدنيا ist ein Strafe. Von Allah عز وجل zu Adam عليه السلام. Wo war Adam عليه السلام? Er war im Paradies. Als er diese Sünde gemacht hat, wurde er hier geschickt auf diese Erde. Dann sei bereit, dass du diese Fragen beantwortest. Bereit damit gemeint, dass du in Dunya noch hier lernst, was das heißt, was La ilaha illallah heißt, was Religion heißt und was auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt. Denn al-Mawqif, diese Lage oder dieser Zustand, wenn wir in diesen Zustand kommen, ist nicht einfach. Dass du aussprichst, dass du, wenn du am Sterben bist, und La ilaha illallah ausspricht, kannst du nicht, wenn du nicht mit La ilaha illallah gelebt hast. Obwohl, La ilaha illallah kann man leicht aussprechen. Subhan al-Khaliq. Das ist auch ein Gabe von Allah Azza wa Jal. Ja? Welche Gabe? Wenn man La ilaha illallah ausspricht, braucht man nicht so viel Mühe. La ilaha illallah. Ha? Schau mal. Ich habe nicht mal Lippen bewegt. Damit du auch für dich leicht wirst. Aber trotzdem. Wenn du das nicht gehabt hast, du kannst nicht das auch nicht aussprechen. Und Rasulullah s.a.w. يقول: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Was ist sein Belohnung, دخل الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم sagte, wenn du la ilaha illallah allerletzte, wenn du am Sterben bist, aussprichst, dein Belohnung ist das Paradies. Was gefiel Leute? Du laqinu, du sagst ihm, sag la ilaha illallah, der ist nicht dabei, der ist woanders. Sakaratuhu aqwa minhu. Sein Sakarat, die ist stark oder stärker als er. Meine ich damit,
als Sakarats, es ist keine Zeichen, dass er ein schlechter Mensch ist. Nein. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, als er am Sterben war, hat geschwitzt sogar von seinem Stirn. Wa yaqul inna lil-mauti la sakarat. Aber At-Tabat, diese Tabat, die wir suchen, werden wir das auch, wenn wir am Sterben sind, bekommen oder nicht? Lakin, man aasha ala shay'in mat alayhi. Auch kama qala sallallahu alaihi wasallam, man shabba ala shay'in shabba alayhi. Deshalb, liebe Bruder und Schwester, die erste Frage, was man stellt, wie wird mein Tod sein? Werde ich auch La ilaha illallah, wenn ich am Sterben bin, ausspreche oder nicht? Und wie gesagt, das wird nicht jeder bekommen. Wallahi, nicht jeder. Denn ein Mut. Es gibt Leute, die sagen, hat er jetzt seine Ruhe bekommen, wenn er stirbt. Nein. Man mata, badat hayatuhu al-haqiqiyah. Wenn jemand stirbt, hat sein echtes Leben angefangen. Eine lange Reise. Ma mata. Balintaqala ila hayatin ukhra. Hayatul Barzakh. Und Hayatul Barzakh, es ist wie eine Brücke zwischen Hayatul Dunya und Hayatul Lati sana'ishuha imma fil Jannati wa imma fil Nar. Allahumma rizqna al Jannah. Das ist das. Solange du stirbst, du wartest. Kann sein, dass du genießt. Kann sein, dass du bestraft. Auch in dein Grab. Auch in dein Grab, subhanallah. Bis Yawm al-Qiyamah kommt. Wie wird das? Oder wie wird das also? Wie wird das? Oder wie lange wird das dauern? Allahu a'lam. Hada la na'lamu. Wir wissen das nicht. Allah weiß das. Lakin, meine Aufgabe, dass ich auf die Schiene bleibe. Welche Schiene? Schiene tut Tawhid. Wa Schiene tut Aqidah. Wa Schiene tut Tariqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lann Allah azza wa jal qal. أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يا الله والله في مخن صورة سبحان الله jeder Mensch muss Sorgen machen. Ob er Muslim ist oder Kafir ist. من لم يمت على الإسلام فلا حق له في الجنة. Wenn jemand nicht als Muslim stirbt, er wird nicht das Paradies bekommen. Warum? Paradies ist eine Belohnung. Yafrahu Allah azza wa jalla bik fil Jannah. Allah wird dich auch freuen, wenn du im Paradies bist. Und hadi hiya al-haqiqatu al-kubra. Wo du warst, kommst du wieder zurück. Ja, ayyatuha an-nafsul mutmainna, irji'i. Was heißt, kehrt zurück, heißt das. Irji'i. Man sagt irji'i oder kehrt zurück, nur wo du warst. Wo warst du? Du warst im Paradies. Bist du raus? Irgendwann musst du wieder rein. Aber nicht einfach, dass du reinkommst. Nein. Mit guten Taten. Mit richtiger Aqida, mit richtigem Tawhid. لأن الذي ليس له توحيد لا قيمة له. Einer, der kein Tawhid hat, kein richtiger Aqida hat, der ist wertlos. إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
اللهم ارزقنا الجنة، وارزقنا التوحيد، وارزقنا العقيدة الصحيحة، وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم نور قبورنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل الموت راحة لنا حتى نسعد بلقائك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. فوالله إني أحبكم في الله عز وجل وأخاف على نفسي وعنكم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.